Hier sind wir wieder bei PlaySample und heute kommt eine neue Folge und sie heißt Xbox X habe Puttemacht. So, diese Folge Xbox X habe Puttemacht bedeutet, meine Konsole, seht ihr ja, startet nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt auch mal auf Restart gehe, dann bleibt sie kleben. Alles schwarz. Okay, dann habe ich im Internet geguckt, da kann man hier einmal unten einmal Troubleshot, drückt man drauf und dann kann man auch hier einmal Werkseinstellung. Geht auch nicht. Kein Problem. Ich habe mir auf dem Stick einmal das Update runtergeladen, das Offline-System-Update und dann drücke ich da drauf und auch da. Geht nicht. Und das bedeutet, ich kann mein Video, beziehungsweise ich kann das Gebäude, was ich euch letztens schmackhaft gemacht habe, nicht zu Ende bauen. Das heißt, 5 Minuten fehlen noch. Aber, ne, was willst du machen, ne? Das bedeutet, ich habe jetzt die ganze Zeit hier rumgefummelt, ich habe die Konsole aus dem Stecker gezogen, ich habe die dann eine halbe Stunde stehen lassen, dann habe ich neu gestartet und ihr seht, es passiert gar nichts. Tote Hose, komplett tote Hose bei mir. Und das bedeutet, ich mache jetzt eine Pause. Das heißt, ich habe nur diese Möglichkeit, eine Konsole, beziehungsweise die Konsole wegzuschicken. Ich kann ja nicht die Konsole, die ist ja eigentlich in Ordnung, aber das hat jetzt irgendwie ein Update-Problem, jetzt eine neue Konsole kaufen und was soll ich mit der machen dann, die ich jetzt wegschicke? Das bedeutet, ich habe jetzt Sommerpause oder beziehungsweise Xbox-Pause habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es noch hinbekomme. Ich weiß es nicht, aber so wie es aussieht, werde ich dann, wenn ich es nicht hinbekomme, muss ich Montag die Konsole wegschicken. Und dann weiß ich nicht, wie lange es dauert. Und dann heißt es, danach werdet ihr wissen, was das für ein Gebäude ist. Vorher sage ich euch auch das nicht, ne? Das ist Überraschung. Ist ja auch nur was Kleines, ne? Also so groß war das ja auch nicht. Aber ihr seht jetzt, ja. Es passiert gar nichts. Er ladet nichts runter, er bleibt immer kleben. Ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe die beiden Knöpfe unten gedrückt da. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe alles, alle Fehler rausgesucht, ausprobiert, geht nicht. Also das bedeutet jetzt, ihr habt Pause von mir, ne? Und wenn ich eines Tages wiederkommen sollte, hoffe ich, dass ihr mich nicht vergessen habt, ne? Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht eine Woche oder so. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Folge. Ich habe Xbox X Puttemacht. So, ich wünsche euch viel Spaß und dann würde ich sagen, wir sehen uns eines Tages wieder.